Das ist ein Muss. Mindestens ab Ü60 ist das die Ü60-Übungen. Die geht dann weiter 70, 80, 90, 100. Und das ist eine Pflichtübung für euch. Das ist die allerwichtigste Sache. Wir kombinieren das einmal aus der TCM ein wenig, das kann jeder. Und einmal eine ganz wichtige, tolle Technik. Ihr werdet es nicht glauben, ich zeige die euch gleich. Die einfachste und wertvollste Bewegung und Kräftigungsübung und Dehnungsübung, die jeder machen kann. Also aufgepasst. Hier, ich habe die Hose schon mal ein bisschen hochgezogen. Wenn das hier das Knie ist und hier haben wir den Schienbeinknochen, den kennt ja jeder, wenn man sich da, Kameramann, wenn man sich da rammelt, das tut schon sau weh. Aber neben dem Schienbein, hier außen, da ist ein Muskel. Und dieser Muskel, den ziehst du einfach so neben dem Schienbein ganz kräftig runter. Wir haben hier den Magen 36 damit erreicht und Magen 44. Das sind ganz wichtige Punkte. Ja, und dieser Meridian so durchgezogen, jetzt mehrmals. Das machst du einfach mit Metall, dann hast du mehr Kraft und das ist wirksamer. Dann ziehst du das so weit runter, bis es irgendwann mal rot wird. Guck mal, der wird jetzt nicht rot, der bleibt jetzt im Moment weiß. Der wird erst gleich rot. Und mit dem mechanischen Reiz merkst du jetzt einmal, wie das stark durchblutet. Also 10-mal so runterziehen. Mit der anderen Seite genauso. Also einfach die linke Seite nehmen und sonst nimmst du nur eine Seite. Und das ist total klasse, weil der Magen 36, der ist hier oben, ist der älteste traditionelle chinesische Punkt wahrscheinlich der Welt. Das ist der Punkt der drei Dörfer. Und dieser Drei-Dörfer-Punkt, der wird deshalb Drei-Dörfer-Punkt genannt, da haben die alten Krieger im chinesischen Reich vor tausenden von Jahren bei der Rast den Befehl bekommen, den Punkt der drei Dörfer zu massieren. Ja, der ist ungefähr hier. Ja, das merkt man dann selber. Der am empfindlichsten ist, das ist der Punkt. Also das ist jetzt für die ganz großen Laien, aber die Aktiven, die sich schon mal damit beschäftigt haben, das ist eine schöne Wiederholung. Macht es. Man kann es auch mit den Daumen so machen, ja, aber wenn jemand Hand-Finger-Beschwerden hat, nimmt man Metall. Also so runterziehen. Das wird euch gut tun. Und wenn ihr dann zu Hause euch mal massieren lasst, macht einfach nur mal diese Schienbeinmuskulatur von vorne seitlich. Das tut euch verdammt gut. Jetzt kommt die Übung, die ihr machen sollt, für immer. Das ist ganz einfach. Das Allerwichtigste, ich ziehe mal die Hose wieder runter. Das Allerwichtigste, ihr habt ja alle einen Küchentisch oder eine Küchenzeile. Ihr stellt euch so hin, die Füße ein bisschen weiter gestellt und geht in Zeitlupe auf die Zehenspitzen ganz hoch, so hoch es geht, und geht ganz langsam runter. Wieder hoch, ganz hoch. Gesäßmuskulatur anspannen dabei, die Knie bleiben immer gerade, haltet euch ein bisschen fest, ganz hoch und wieder ganz langsam runter. Das langsame Runtergehen ist total wichtig für die Muskelkräftigung, für die Fußmuskulatur, für die Koordination, für die Sicherheit auf euren Beinen. Ja, das ist total entscheidend. Haltet euch fest dabei, dann passiert auch nichts. Und wenn ihr dann sicherer seid, macht das nur mit dem Finger, geht da ganz hoch. Und langsam runter. Das könnt ihr immer machen. Ob das beim Zähneputzen ist, beim Telefonieren ist, steht auf, macht diese Wadenpumpübung. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr 10-mal, 3-mal 10 Stück, dann habt ihr ein gutes Training. Das ist die Wadenübung, ist die wichtigste Übung und die Fußübung für euch, wenn man auch ein bisschen reifer wird. Und das kommt das nächste, das ist eine ganz simple, gute Kniebeuge. Wenn man jetzt Knieschmerzen hat, Hüftprobleme hat, Lendenwirbelsäulen Probleme hat, macht die Kniebeuge. Haltet euch ein bisschen fest, meinetwegen hier am Küchentisch. Der Rücken bleibt immer gerade, das Gesäß wird so rausgedrückt, die Brust wird so rausgedrückt, der Kopf bleibt immer gerade. Nicht den Kopf so runternehmen und die Übung machen, sondern schön gerade, damit man ein schönes Hohlkreuz dabei macht. Dann ist sicher, dann die Füße so nach außen, ja, so wie jetzt, dass die so ein bisschen stehen. Nicht so, dann hat man eine X-Beinstellung, sondern ein bisschen so, wie die Füße stehen, gehen die Knie nach außen, den Füßen nach. Also jetzt mal von der Seite, da kann der Kameramann Ernst das besser filmen. So, man hält sich fest und man geht mal so leicht runter. So, und wenn man dann schon merkt, tut was weh, dann gehst du wieder langsam hoch. Die Geschwindigkeit ist entscheidend. Ganz langsam bewegen, in Zeitlupe und wieder ganz langsam hoch. Ich mache es vor. Also festhalten,
Kannst ja so festhalten, gehst runter und dann gehst du wieder langsam hoch. Auf dem ganzen Fuß macht man das. So, jetzt gehe ich mal weiter runter. Auch wenn man Knieprobleme hat, macht man das. Oder Hüfte oder Rücken. Man macht es. Man macht es immer nur so weit, wie man es auch vom Gelenk her verträgt. Ja, wenn man sollte auch nicht so ausweichen dann, sondern man geht immer beide Beine, beide Gelenke, Kniegelenke oder Hüfte, immer gleich, Hintern raus, Brust raus, gehst du runter. Und die Leute, die es ganz gut können, die können ganz runter gehen, dann geht ihr wieder langsam hoch. Das hier, das kann jeder, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass man alles in Zeitlupe macht. Und wenn irgendwo Druck aufkommt, kehrst du die Bewegung wieder um. Das ist die Übung fürs Leben. Die machst du immer, jeden Tag. Und dann wirst du sehen, du kommst besser zurecht. Auch wenn du dich mal akut verletzt hast. Diese Pumpübung hier, dieses mit den Füßen hoch und wieder runter, kannst du bei schwerster Knieverletzung machen, wenn du belastest. Weil du musst ja auch zur Toilette, du gehst ja duschen. Also kannst du auch das belasten. Und bei verriegelten Knie, wenn das Knie gestreckt ist, kannst du doch die Füße trainieren. Und wenn du jetzt Hüfte hast oder irgendwas anderes, dann kannst du trotzdem diese Übung machen. Und man kann auch leicht dieses konzentrische, exzentrische, isokinetische bewegen. Das konnte ich mir nicht verkneifen, das so ein bisschen auf den Putz zu hauen, dass man euch das erklärt. Das ist die fachmännische Bewegung. Macht die mal einfach und dann schreibt mal darüber, wie euch das hilft. Macht es schön in Zeitlupe, schön langsam, da passiert auch nichts. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Wir versuchen das zu beantworten. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, geht auf den Abonnierer und empfiehlt uns. Tschüss.